Selbstermächtigung, sich selbst wieder ermächtigen, Entscheidungen für sich zu treffen. Hm. Ich muss, so hart sich das anhört, aber ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, weil ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Hm. Und ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht, weil dann bin ich auch wieder für die anderen da. Grenzen gibt es in allen Bereichen unseres Lebens. Und wenn diese Grenzen berührt werden und nicht durchbrochen werden können, so wie wir uns das vorstellen, dann kann das heftige Emotionen und Gefühle auslösen, bis hin zu Ohnmachtsgefühlen. Wie es gelingen kann, aus der eigenen Ohnmacht wieder herauszukommen, darum soll es unter anderem im folgenden Gespräch gehen. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Sendung von Michael Vogt TV. Liebe Gabriele, ich heiße auch dich ganz herzlich willkommen hier in dieser Sendung und freue mich sehr, dass du da bist. Ich werde dich am Anfang des Gesprächs den Zuschauern ganz gerne kurz vorstellen. Du bist Wegbegleiterin, Lebensberaterin. Ich habe dich kennengelernt in vielen sehr kostbaren Gesprächen, die mir persönlich sehr gut weitergeholfen haben im Leben. Du sagst von dir, dass du ein Heilmedium bist. Und dazu gibt's einige Fragen bestimmt. Also Heilmedium ist ja nun nicht etwas, was so langläufig bekannt ist. Vielleicht kannst du ein paar Sätze sagen zu deinem eigenen Lebensweg und wie du überhaupt dazu gekommen bist, zu dem Thema Heilung, Lebensbegleitung und eben auch ein Heilmedium zu sein. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich werde es versuchen, einigermaßen kurz zu fassen, weil es ja doch schon einen ganz schönen Zeitraum umfasst. Also es begann damit, dass ich in mir selbst nicht mehr zufrieden war mit meiner Lebenssituation, dass ich spürte, dass Veränderungen stattfinden mussten, auch für mich, damit ich wieder mich ausgefüllt fühlte. Oder ich wusste ja noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich wusste nur, so wie es bisher war, konnte es nicht weitergehen. Und dann kam ich mit einer Firma in Kontakt, die also damals mit eines der ersten bioenergetischen Informationsgeräte auf den Markt brachte, mit dem man Blockaden auflösen konnte, wieder Harmonie in den Körper bringen konnte, also durch Informationsübertragung Selbstheilungsprozesse des Körpers einleiten konnte. Und als ich das gehört habe, ist bei mir sozusagen der Schalter umgegangen und mir war klar, wenn das stimmt, dass das funktioniert, dann stimmt vieles anderes nicht, was ich bisher geglaubt habe. Und das war für mich der Auslöser, mich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen. Und je mehr ich in diese Materie eingestiegen bin, umso mehr war das für mich dieser Antrieb, ja, das ist genau das, was du machen willst. Anderen Menschen zu helfen, wieder gesund zu werden, in ihre Kraft zu kommen und wie auch immer. Und es war wirklich ein Weg, der, also wir waren damals auch Pioniere auf diesem Gebiet. Es gab damals noch nicht so sehr viele und den Menschen erklären konnte man es eigentlich auch nicht so richtig. Du meinst jetzt mit diesem Gerät? Mit der Bioenergetik, ja. Das waren also wirklich die Anfänge. Und aber es funktioniert eigentlich nur dann übers Tun, übers Machen und über die Erfolge, die sie einstellten. Und dann natürlich auch der Lernprozess um die ganzen Zusammenhänge. Was führt überhaupt zu Ungleichgewichten im Körper? Welche seelischen Prozesse hängen damit zusammen? Oder überhaupt erstmal zu begreifen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Wo komme ich denn her? Weshalb bin ich hier? Also das war alles sehr, sehr komplex. Und das, der ganze Prozess hat einige Jahre gedauert. Und der ist ja heute noch nicht abgeschlossen, wenn man so will. Das hört ja nie auf. Aber
ich habe immer meiner inneren Führung vertraut, hatte auch den einen oder anderen Lehrer an meiner Seite. Aber ich habe nie Seminare oder sowas großartig besucht, weil ich immer gedacht habe, nee, wenn Veränderungen angesagt sind oder wenn es einen Schritt weitergeht oder es ist alles in mir angelegt. Ja. Und wenn es soweit ist, wird sich zeigen, dann wird meine Seele mir helfen, das Nächste zu erkennen. Und so war es dann auch, nicht? Ich habe also ein paar Jahre mit dem Gerät gearbeitet. Dann wurde mir gezeigt, dass ich meine Hände benutzen darf. Und irgendwann waren die Hände dann auch überflüssig und der Heilstrom und der Kanal war mittlerweile dann so weit hergestellt, dass ich dann meine Hände eben nicht mehr brauchte. Und es inzwischen so ist, und das sind aber jetzt fast 20 Jahre, dass ich eben ein Kanal für den göttlichen Heilstrom bin, der unabhängig von mir bei einer Sitzung die göttliche Ordnung wiederherstellt, im Körper desjenigen, im Körper, Seele, Geist fällt, bis zu dem, also es kommt immer darauf an, was zu dem Zeitpunkt geschehen darf. Und das ist schon mächtig beeindruckend, was da passiert. Weil zunächst erstmal geht es darum, eben wirklich den ganzen emotionalen Stress runterzufahren, weil der Körper sich ständig in Stress, im Stress befindet und einfach erstmal wieder das ganze System runterzufahren, Harmonie herzustellen, wieder einen klaren Kopf zu kriegen und auch Heilprozesse, Transformationsprozesse anzustoßen. Ja. Also es ist immer ein Prozess. Und was da geschieht im Einzelnen, das weiß ich nicht. Weil das hat man mir gezeigt, nimm deinen Verstand raus, nimm dein Ego raus, du brauchst das alles nicht wissen. Gott weiß, was wichtig ist. Ja. Und je mehr ich das gemacht habe, umso größer wurden dann auch die Erfolge oder die Ergebnisse. Ja. Das heißt also, das, was ich in der Anmoderation gesagt habe, aus diesen Ohnmachtsgefühlen herauszukommen, also wenn da wie eine Mauer da ist oder die Begrenzung einfach zu stark ist, wahrscheinlich weil zu viel Chaos ins eigene Leben hineingekommen ist, dann kann jemand wie du ganz gut diesen Prozess wieder umdrehen. In Gang bringen, umdrehen. Und umdrehen, ja. Und dazu dient mir eben heute das ganze Wissen, was ich über eigene Erfahrungen gelernt habe, weil ich auch durch diese ganzen Prozesse gegangen bin in meinem Leben, das kann ich heute weitergeben und kann den Menschen dann sagen, also es ist ja immer symptomabhängig, weil die Symptome sind Botschaften der Seele, schau mal hin, hier musst du etwas verändern. Das ist so dieser Punkt, wenn jemand in die Disharmonie beziehungsweise krank wird, das verstehst du unter einer Botschaft der Seele. Ja. Weil das Krankheit ist ein Ausdruck des inneren Ungleichgewichts und die Seele schickt eben über diese Krankheit eine Botschaft. Also jedes Organ, jeder Körperteil trägt eine Botschaft in sich, aus der man dann ablesen kann, was ist jetzt dran. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel ständig Verspannungen im in der Halswirbelsäule und im Nackenbereich habe. So, welche Last trage ich? Wessen Lasten sind es? So, habe ich einen steifen Halswirbelsäule? Ja, wo halte ich steif, stur und steif an alten Glaubenssätzen oder Umständen fest, die aber gelöst werden wollen? So, oder wenn es um die Lunge geht, ja, wenn ich ein Lungenproblem habe, dann ist da unverarbeitet Trauer. Da sind ganz viele Ängste, die gelöst werden wollen. Und so kann ich aus dem Symptom ableiten erstmal, wo das Thema liegt. Und es ist immer wieder frappierend, wenn man den Menschen alleine das schon sagt, wissen sie in dem Moment gleich, aha, ja, da liegt sozusagen der Hund begraben, da muss ich hingucken, da ist das Problem. So.
Und das kann man eben dann schon mal allein über das Gespräch, den Menschen da mal die Augen zu öffnen, ja, und das bewusst zu machen und mal eine andere Perspektive anzutragen. Und alleine dadurch entsteht ja schon wieder eine Erkenntnis. Und dadurch verändert sich das Bewusstsein. Und so geht es dann eben Schritt für Schritt. Das heißt, dass wenn jemand das Gespräch sucht, wenn er an eine Grenze kommt, ja, und mit dir in Kontakt kommt, dann kannst du schon alleine als ersten Einstieg über das Gespräch einiges aufdecken oder passiert schon ganz viel. Ja, da passiert schon ganz viel. Also Beispiel, ich hatte jetzt jemanden, die also zur Dialyse sollte, weil die Nieren versagt haben und noch zu 10% arbeiten. Und das ergab sich eben dann, dass sie mit mir in Kontakt kam und wir haben dann darüber gesprochen und ich habe ihr gesagt, dass die Nieren eben ein Beziehungsthema beinhalten. Mhm. Mehr brauchte ich gar nicht sagen, weil sie sagte, ist alles klar. Sagt sie, ich habe so und so viele Geschwister und ich habe mit nur einer Kontakt. Also da ist alles im Argen, ja, da funktioniert kein Austausch mehr, keine Kommunikation, nicht. So. Und ja gut, und dann haben wir erstmal eine Sitzung gemacht und das war in dem Falle, kann man nur sagen, wie eine Spontanheilung, weil ab nächsten Tag war sie topfit und ihr geht's gut. Und jetzt sind wir aber noch dabei, eben die emotionalen Themen dahinter aufzulösen. Die dazu geführt haben, dass es überhaupt in diese Disharmonie hinein kommen konnte. Ja, natürlich, weil natürlich mit jedem Einzelnen, mit dem ich einen Konflikt habe, entsteht ja eine Emotion. Da entsteht Wut und Zorn und Beleidigtsein und Enttäuschung. Und wenn wir das nicht wieder auflösen können, dann werden diese in dem Moment gelebten Gefühle wie verkapselt. Ja. Und diese blockierten Emotionen, das sind die Blockaden, die dann den Energiefluss daran hindern zu fließen. Und dann eben auch im Körper. Und dann manifestiert sich's im Organ irgendwann. Ja, ja, interessant. So. Wenn du als Heilerin, sage ich jetzt mal so, wenn ich das so sagen kann. Es hat ja immer zwei Aspekte. Also das eine ist, jemand geht zu einem Heiler oder jemand, der helfen kann und mit dem Wunsch, okay, gerade wie jetzt in dem Fall, mit dieser schwerwiegenden Geschichte und es kam zu der spontanen Heilung, das Wiederherstellung, das alles wieder in die Ordnung haben. Ist das nicht teilweise ein bisschen zu einfach? Also, dass der Mensch dann in dieser Erwartung ist, ich gehe wohin und meine Probleme werden mir genommen. Ja, so funktioniert es leider nicht. Weil es passiert bei jedem genau das. Das ist ja das, was ich sage. Ich kann es nicht beeinflussen, aber es passiert in dem Moment genau das, was angesagt ist. Bei ihr war das so. Wobei sie in dem Moment, wo sie mit mir gesprochen hat, sie sofort gesagt hat, es war ihre Entscheidung, ich sage erstmal den Termin morgen ab. Da gehe ich nicht hin. Wir schaffen das. Ja. Ja, und das hat sie mitgetragen. Also sie war selbst, ohne dass ich da irgendwas, ich kann da ja nichts sagen, es ist ja ihre Entscheidung. Ja. Aber sie war hundertprozentig davon überzeugt, das funktioniert. So, und das hat funktioniert. Und das ist ganz wichtig, dass ich selber die Verantwortung erstmal übernehme über das, was ich da mir erschaffen habe. Also der Mensch, der in dem Problem drin steckt. Ja, ja, dass er die Verantwortung übernimmt für das, was er sich da erschaffen hat, durch sein Verhalten, durch seine Lebensweise, wie auch immer. Und dass er sagt, und das war immer meine Prämisse, dass ich mir auch gesagt habe, also wenn ich mir etwas erschaffen habe, kann ich es auch wieder auflösen. Ja. Es funktioniert ja so lang und so lang. So, und bei ihr war das halt so, sie war hundertprozentig davon überzeugt und das hat funktioniert. Ein anderer braucht länger. Aber Fortschritte gibt es in welcher Richtung auch. Immer zu jeder Zeit. Weil sich ja durch diese
Energieübertragung auch etwas verändert in dem Menschen. Zunächst erstmal also, dass eine gewisse Harmonie wiederhergestellt wird, dass sich sein, also dadurch ja sein Bewusstsein schon mal verändert. Mhm. Und wie gesagt, wenn er bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, Dinge zu verändern, ob das jetzt das Auflösen von alten Glaubensmustern ist, Denkmustern, Lebensweisen, mal auszusteigen aus einem Thema, wo er schon lange weiß, das ist nicht mehr meins und ich will das alles nicht mehr. Ja, wo soll da Harmonie und innerer Frieden herkommen? Sondern er ist ja ständig in einem Stresszustand, wo eben auch der Gedanke, der Verstand Tag und Nacht arbeitet. Er kommt ja überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Ja. Ja, mal einen klaren Gedanken zu fassen, das geht ja schon gar nicht. Ja. Ja. Und dann kommen noch die ganzen äußeren Einflüsse dazu, dass die Menschen ja ständig in Aktion gehalten werden durch Informationen von außen. Und wir kennen es ja alle. Ja, klar. Durch die Informationsflut. So, was letztendlich alles dazu dient, ihn von sich selbst abzuhalten und mal alles auszumachen und mal Ruhe und mal Stille und wirklich mal in sich selber reinhören. Was kommt denn da an Ideen, an, ja? Das wäre ja dann der Prozess, wirklich zur eigenen Intuition zu führen. Ja. Und welche Empfehlungen gibst du da Menschen, dass sie wirklich in diese Ruhe hineinkommen, wie du jetzt sagst? Ist das schon der Weg, um der Stimme Gehör zu verschaffen? Oder braucht es da noch mehr? Zunächst ist ja erstmal wichtig, dass man es erkennt. Ja. Dass man sich mal rausnimmt aus den ganzen Turbulenzen. Selbsterkenntnis ist der Weg. So, und der Weg zu sich selbst, das kann der spannendste sein, kann aber auch der schwierigste sein. Weil man sich ja selber erstmal freischaufeln muss aus dem ganzen Müll, den man sich eingesammelt hat im Laufe seines Lebens, was man geglaubt hat und was man gemacht hat und diese ganzen Ego-Strukturen zu erkennen, das bin ja gar nicht ich. Ich bin doch ein geistiges, ein göttliches Wesen, was hier inkarniert ist. Und ich habe hier mir bestimmte Erfahrungen vorgenommen, sie zu machen und mich dann aus diesen Strukturen heraus zu entwickeln und wieder zu mir selber zu finden. So, und das bedarf eben manchmal auch großer Umbrüche. Aber wie viele Menschen haben das schon gemacht? Die einfach ausgestiegen sind aus allem, die haben ihren Job hingeschmissen, die haben sich gesagt, nach dem Motto, macht euren alleine. So, und die haben angefangen, Schafe zu züchten und waren glücklich und sind gesund geworden. Das zu machen, was ich wirklich in mir fühle, was mein Herz zum Klingen bringt, was mich mit Freude erfüllt, was mir Spaß macht. Und stattdessen rennen sie jeden Tag in irgendeine Firma und machen da einen Job, der ihnen längst zum Hals raushängt. Aber das sind, und bei dem einen ist es halt der Job und beim nächsten ist es aber vielleicht die Beziehung, in der sie stecken oder die Partnerschaft, die schon lange tot ist. Aber sie reiten das Pferd immer noch. Nur weil sie Angst haben und ständig eben der Verstand da ist und sagt, ja, aber wenn du das machst, wie soll das weitergehen und was kommt dann und wie bist du dann versorgt? Und ich habe es alles hinter mir. Und ich weiß nur, es ist ein Riesenbefreiungsschlag. In dem Moment, wo man sagt, Schluss, ich mache nicht mehr mit, ich gehe meinen Weg. Und Fakt ist, wir sind ja nicht alleine. Wir haben ja auch geistige Helfer. Das sind unsere Schutzengel, wie wir es auch nennen wollen. Und die sind alle dazu da, um uns zu helfen. Aber sie können so lange nicht, wie ich mich nicht entschieden habe. Wo soll es denn lang gehen? So, aber in dem Moment, wo ich die eine Tür zumache, gehen zig andere Türen auf. Und die Erfahrung, die habe ich mehrfach gemacht. Und das ist einfach so. Ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, mal wirklich in sich reinzuhorchen. Ja. Und
Entscheidungen, die ja schon lange anstehen, auch zu treffen. Ja. Nun klingt das, ich sag mal, wenn du das jetzt so erzählst, auf der einen Seite herausfordernd, aber auch einfach. Mhm. Dann lasse ich eben ganz einfach alles. Oder dann macht doch euren Mist alleine und so weiter und so fort. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit, also viele sind ja so eng eingebunden, auch in Verpflichtungen. Ja, sicher. Ja, da sind Kinder da. Ja, sicher. Haus muss abbezahlt werden. Oh, eine Firma ist da. Mhm. Die kann man nicht einfach zur Seite stellen und sagen, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Nein. Oder das, was jetzt für mich so ansteht. Mhm. Was empfiehlst du solchen Menschen? Also wie geht man da vor, wenn das so eng ist und die Grenzen wirklich in diese Ohnmacht hinein oder den Menschen in diese Ohnmacht hineinbringen? Ja, zunächst erstmal, also gehört mit dazu, dass man erkennt, dass man selber ein schöpferisches Wesen ist. Mhm. Und dass man alle Macht in sich trägt. Man hat sie uns ja nur abgesprochen. Mhm. Und das ist eben diese Selbstermächtigung. Sich selbst wieder ermächtigen, Entscheidungen für sich zu treffen. Mhm. Ich muss, so hart sich das anhört, aber ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Weil ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mhm. Und ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Weil dann bin ich auch wieder für die anderen da. Was nützt mir das, wenn ich flach bin? Mhm. Wenn ich platt bin, wenn ich keine Energie mehr habe, wenn ich keine Lebensfreude mehr habe und wenn ich krank werde? Dann kann ich auch den anderen nicht helfen, kann ich auch für niemanden da sein. Und das, was man sich da erschaffen hat, Firma, wie nennt man es? Ansehen. Hm. Diese ganzen Äußerlichkeiten. Das zählt alles nicht. Es zählt der innere Frieden, den ich in mir wiederfinden muss. Dadurch, dass ich wirklich meiner Berufung auch folge. Mhm. Manch einer macht irgendeinen Job, aber der würde vielleicht würde er viel lieber singen oder viel lieber malen oder ein eigenes Geschäft aufmachen oder und da seine Kreativität ausleben. Da gibt es schon so viele Menschen, die das machen. Und dann wird das von Erfolg getragen, weil du dann im Flow bist, weil du dann auf dieser Welle bist und in dieser Energie bist, wo dir das Leben wieder Spaß macht. Und das trägt dich. Hm. Mhm. Da wirst du getragen. Und du hast alle Unterstützung von deiner geistigen Community dadurch. Ja, ja. Das sind unsere geistigen Helfer, die wir eben auch haben. Und ja, es sind so viele Schritte, weil die meisten wissen ja davon gar nichts. So, ein Schutzengel kann ja viel, der eine oder andere immer noch was anfangen, das ist so geläufig, aber wenn wir hier inkarnieren, wir haben auf der feinstofflichen Ebene, viele Wesenheiten, die uns begleiten und die uns dann die Unterstützung geben. Ja. Ja. Für die sich unter dieser feinstofflichen Ebene wenig vorstellen können, beziehungsweise sagen, ja, das, was ich nicht sehe, das existiert auch nicht. Mhm. Wie gehst du mit solchen Kritikern um? Naja, er merkt spätestens, dass es auf der feinstofflichen Ebene Kräfte gibt, die da wirken, wenn er so eine energetische Sitzung bekommt. Mhm. Weil das ist sehr oft sehr deutlich spürbar. Und zum anderen bringe ich oft mal das Beispiel mit dem Ventilator. Wenn der Ventilator steht, dann können wir die Rotorblätter sehen und so weiter. Und wenn der sich aber anfängt zu drehen und der wird immer schneller, sehen wir zum Schluss gar nichts mehr. Dann haben wir nur noch diese Scheibe. Und so muss man sich, also je höher er in seiner Drehfrequenz wird, mhm. und so muss man sich's auch vorstellen mit der geistigen Welt. Wir leben hier auf 3D noch, mhm. wo alles sehr grobstofflich ist, sehr niedrig schwingend. So, aber je höher die Schwingungsfrequenz wird, und die misst man ja im Herz, so, umso feinstofflicher wird das und das können wir dann mit unserem normalen physischen Auge nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Aber wir können es fühlen, wenn wir immer feinfühliger werden auch. Mhm. Ja. Und unsere Sinne, die wir zur Verfügung haben,
auch wieder lernen zu nutzen. Also viele Menschen sind mittlerweile hellsichtig, hellhörend, hellfühlend. Die spüren sehr ganz genau, ob sich in ihrer Nähe ein positiv schwingender Mensch befindet oder einer, der halt nicht so gut drauf ist. Und das kennen wir eigentlich alle, dass man in einen Raum reinkommt und denkt, um Gottes Willen, was ist denn das hier für eine Atmosphäre? Also gleich wieder gehen. Oder man kommt in einen anderen Raum rein und fühlt sich sofort wohl. Das sind die Schwingungen, das sind die Energien, die da wirken. Ja. Also letztendlich, es funktioniert schon, aber der Mensch ist sich halt nicht so bewusst, was das ist. Die Türen von außen öffnen, das hatten wir vorhin schon mal. Gerade wenn jemand eben nicht gut drauf ist und sich in so einer Dauerschleife befindet, wir nennen es auch gerne dieses Opferdasein fristet. Wie gehst du mit solchen Themen, mit solchen Menschen um? Wie hilft man so einem Menschen wieder in dieses, dass er wirklich in diese konstruktive Stimmung hineinkommt und seinen Weg gehen kann? Ja, also zunächst erstmal, dass er erkennt, dass er kein Opfer ist, sondern dass er Schöpfer ist und sich den Zustand, den er jetzt im Moment hat, durch seine Lebensweise, durch sein Verhalten, durch sein stures Festhalten an alten Mustern, Glaubenssystemen, wie auch immer, oder an Situationen, die eigentlich schon längst überholt sind, festhält. Ja. So. Oder mal ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel extremen Stress mit seiner Mutter hat. Wo es also irgendwo ein Thema gibt, entweder es gibt gar keinen Kontakt mehr oder es gibt extreme Schuldvorwürfe, die vielleicht noch auf die Kindheit bezogen sind. Den Sinn dahinter zu erkennen und ihm dann auch Werkzeuge an die Hand zu geben, dass er das auflösen kann. Indem man eben erkennt, dass der andere ja nur dazu da war, ihm selbst bestimmte Erfahrungen zu vermitteln, die er dann später wieder auflösen darf, um, ich sage es mal, in seine Mitte zu kommen, wieder zu sich selbst zu kommen. Also es geschieht im Leben nie etwas durch Zufall. Weder die Kindheit noch sonst irgendetwas, sondern jede Situation birgt eine Erfahrung in sich und aus der lerne ich wieder etwas und diese Erkenntnis vermittelt mir Wissen, inneres Wissen. Genau so ist es. So, und dieses Chaos erstmal in ihm zu beseitigen und einen Weg aufzuzeigen. Da und da liegt die Ursache und das dürfen wir jetzt auflösen. So, und dann verschwindet auch das Symptom, weil es verbirgt sich ja meistens dahinter sehr viel Frust, sehr viel Wut und Zorn. Und das sind niedrig schwingende Emotionen, die letztendlich zu Krankheit führen. Und den Menschen ja auch festhalten in einer ganz bestimmten Situation und dann, in diesem Verstandeskonstrukt und eben die Schuld auf den anderen zu projizieren. Aber es gibt keine. Es ist ja oft die einfachste Lösung. Die Schuld auf den anderen, wenn wir von Schuld sprechen. Ja. Wäre vielleicht statt Schuld einzusetzen, das Thema Verantwortung, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Ja, natürlich. Und das Bewusstsein in ihm zu wecken, dass er sich ja seine Eltern auch ausgesucht hat vor der Inkarnation, damit er eben genau diese Erfahrung machen konnte. So, weil ich sage mal, wenn ich bei Eltern aufgewachsen wäre, die mich nur gekuschelt hätten und nur verwöhnt hätten und was weiß ich, was hätte ich denn da lernen sollen? Dann wäre ich doch nicht die ich heute bin. Ja. Aber durch die ganzen Erfahrungen, durch die ich gegangen bin, da bin ich heute die ich bin. Und ich weiß um die Dinge und ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie ich Themen aufgelöst habe und danach verschwand das Symptom. Also Thema Dankbarkeit ist da ein ganz großes... Ist auch ein ganz großes Thema, Ganz großes Thema, ne? Genau, dankbar zu sein für alles, was im Leben letztendlich war. Und auch dem anderen dankbar zu sein. Es gibt ja den schönen Begriff
Arschengel, der den Arschengel im Leben gespielt hat und dir wirklich deine ganzen Schattenseiten und alles aufgezeigt hat, weil das, was uns an dem anderen stört und was uns so richtig wütend macht und antriggert, das ist ja mein eigenes Thema. Und da eben hinzugucken, auch wenn es nicht gerade Spaß macht in dem Moment. Aber sonst würde ich ja damit nicht in Resonanz gehen, weil ich sage jetzt mal, Thema Eifersucht wieder. Ja. Ja, hat ja eine bestimmte Schwingungsfrequenz. So, und wenn der andere Partner mir jetzt bei mir meine Eifersucht antriggert, dann bin ich auf der, und ich habe diese Eifersucht in mir, und das kann er nur antriggern, wenn ich sie in mir habe, weil dann habe ich die gleiche Schwingungsfrequenz auch in mir, und dann rußt es. So. Aber wenn ich dann danach, wenn, ich sag mal, wenn der Wutanfall vorbei ist, und wenn ich dann mich selbst reflektieren kann und sagen kann, ja, was war denn das jetzt? Was hat er denn da jetzt in mir angetriggert? Ah ja, Eifersucht. So, dann kann ich es doch, dann kann ich es in mir auflösen. In dem Moment schon, wo ich es erkenne, beginnt schon der Heilungsprozess in mir. Also alle Menschen, die uns im Leben begegnen und die irgendetwas in uns auslösen, sind genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen, am richtigen Ort, um mir da etwas aufzuzeigen. Ja. Der kürzeste Weg, also gerade wenn ein Mensch dann in diesen Emotionen, wie du es jetzt gerade sehr schön beschrieben hast, drin ist, die dann eben auch zu dieser Ohnmacht führen, was ist da der kürzeste Weg, wirklich rauszukommen? Was rätst du den Menschen da? Das ist ja oft sehr herausfordernd, ne? Also gefangen in Emotionen und jede Menge Energie, Zorn, Wut und. Wie kommt der Mensch da am leichtesten heraus? Naja, das ist, ich sag mal, das ist oftmals eben gar nicht so einfach. Zunächst erstmal geht es darum, überhaupt sich bewusst zu werden, ja, okay, die Wut ist da. Ja. Und sie anzunehmen. Und nicht sie immer wieder wegzudrücken, weil je mehr ich wegdrücke, umso mehr kommt sie wieder zum Vorschein. Weil sie will gesehen werden, weil sie will angenommen werden und sie will auch integriert werden. Und dann darf sie auch gehen. Wobei ich so die Erfahrung gemacht habe selber, dass das gar nicht so, es ist eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Ja, aber in dem Moment, wo ich etwas erkenne, und das war zum Beispiel auch bei mir selber mit der Eifersucht so, ne, dass der andere das immer so schön angetriggert hat. In dem Moment, wo mir das bewusst war, hatte sich's erledigt. Bin ich nie mehr drauf eingestiegen. So. Aber es ist halt bei jedem anders. Und es gibt Möglichkeiten, solche emotionalen Blockaden sehr gut aufzulösen. Wirklich. Ja. Bis zum Schluss. Also das funktioniert durch mich auch sehr, sehr gut. Und danach tritt eine unglaubliche Befreiung ein. Ja. Ja. Weil es kann ja auch sein, dass es nicht nur unbedingt etwas mit diesem Leben zu tun hat, beziehungsweise mit der jüngeren Vergangenheit, sondern auch Ereignisse, an die wir uns überhaupt nicht mehr erinnern können. Es geht sehr oft zurück, auch in der Ahnenreihe. Also wenn bestimmte Themen von Generation zu Generation weitergegeben werden, die sie dann oft mal auch in den gleichen Symptomen, sprich Krankheiten, ausdrücken, dann liegt da ein Generationenthema. Und auch das kann man dann lösen. Das heißt also, wenn Depression in einer Familie sich wiederholt und wiederholt, ja, wäre das oder so ein wenn Thema? Sich der Krebs immer wieder Krebs. Wiederholt. Mhm. Oder ja, Rheuma. Das sind alles, dahinter steckt ja immer eine Geschichte. Eine, auch Emotionen, aber auch eine Konfliktsituation, die gelöst werden will. Und das geht oftmals dann zurück bis in die fünfte, sechste, siebte Generation. Aber wenn es aufgelöst ist, dann heilt man es für sich und dann für die Ahnen auch. Und in dem Fall ist es dann auch so, dass der Klient die Ursache auch richtig ins Bewusstsein hineinbekommt? Ja. Durch die Arbeit von dir? Das versteht, das ist, ja, auf jeden Fall. Weil es geht ja immer darum, dass ich mit dem Klienten auch zusammenarbeite. Ich sage mal, wir sitzen beide in einem Boot. Ich stelle alles zur Verfügung, was ich kann und weiß. Aber umsetzen muss er es ja. In sich auch. Ja?
die Erkenntnisse, die er hat. Und die Veränderungen bei sich selbst vornehmen. Das muss er tun. Mhm. Also ich kann ihm das ganze Wissen und alles zur Verfügung stellen. Und ich kann ihn dabei auch unterstützen. Mhm. Und wie gesagt, durch die energetischen Sitzungen passiert dann auch sehr viel. Mhm. Aber tun muss er auch selbst, weil es ist sein Verantwortungsbereich, nicht meine. Aus der Ohnmacht kommt man raus. In die Macht. Ja. Durch Bewusstwerdung. Und Macht ist tun. Ja, und ist ja, tun. Ist tun, ja. So. Weil Ohnmacht ist ja auch nur eine Erfahrungsebene, die wir auch kennenlernen wollten. Hm. So, weil es geschieht ja nichts im Leben, womit die Seele nicht einverstanden gewesen wäre. Hm. So, was letztendlich auch irgendwo vorhergesehen war. Hm. Aber wir werden durch jede Erfahrung, durch jeden Erkenntnisprozess im Zuge dieses Transformationsprozesses, wir werden immer stärker. Und es ist für einen selbst auch so befriedigend, wenn man merkt, ja, das löst sich auf und das wird besser und da gibt's einen Fortschritt und ich konnte jetzt zum Beispiel eben mit meiner Mutter, wir haben das erste Mal telefoniert seit ein paar Jahren, und das ist alles gut. Die Möglichkeiten gibt's ja. Das eben so aufzulösen, dass dieser Druck von beiden Seiten, der eine glaubt, sie will nichts mehr von mir wissen und der andere glaubt, die will mit mir ja auch nichts zu tun haben. Aber das sind ja diese Widerstände und da kann es ja nicht funktionieren. Ja, ja. Aber wenn man es dann bei sich auflöst, dann gibt es einen ganz anderen Energiefluss wieder zur anderen Seite und dann auf einmal ruft er an. Ja. Habe ich schon so oft erlebt. Nun sind es ja alles diese Geschichten im Kleinen, so zwischen Partnern oder in Familien mit den Eltern. Wir erleben aber im Moment auch gerade eine Zeit, wo wir wirklich, da kann keiner mehr weggucken. Das ist ein großer Veränderungsprozess. Wir sind gesellschaftlich tatsächlich an unseren Grenzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und viele haben tagtäglich damit zu tun. Und was kannst du in deiner Berufung, in deinem Job, wie du es ja auch so ganz salopp sagst, da an dieser Stelle ausrichten? Also zunächst erstmal beginnt die Veränderung bei jedem selbst. Und wenn ich mich verändere, verändert sich auch mein Umfeld. Mhm. Weil ich dann mit bestimmten Dingen vielleicht nicht mehr in Resonanz gehe. Mhm. Also ich kann nach außen gucken und ich kann noch so schimpfen. Und mit den ganzen Dingen unzufrieden sein. Aber das Außen, also meine Realität, spiegelt mir ja immer mein inneres Bewusstsein. Und wenn ich das verändere, verändert sich meine Realität. So, also, und umso mehr, ich meine, diese Außenwelt, diese 3D-Welt, es schwingt auch auf einer sehr niedrigen Frequenz. Wenn ich aber mich mit meinem Bewusstsein verändere und immer höher gehe und mich immer weiterentwickle, dann gehe ich damit nicht mehr in Resonanz. Mhm. Dann findet das da irgendwo im Außen statt, aber es ist nicht mehr meine Welt. Mhm. Sondern ich erschaffe mir meine eigene. Und die beruht eben dann auf Liebe, auf Harmonie, auf Frieden und miteinander und nicht mehr gegeneinander. Liebe, was ist das für dich? Wie würdest du diesen Begriff definieren? Also Liebe ist nicht das, was man uns immer vermittelt hat. Also dieses himmelhochjauchzende und die Liebe für immer und was Verliebt auch immer. Verliebt sein. Mhm. Das ist ein energetischer Zustand, den man zeitweilig mal hat. Aber Liebe selbst ist eigentlich, oder nicht eigentlich, ist ein Seinszustand. Mhm. Da wir von der Schwingung her, von der Energie her reine Liebe sind. Weil Gott ist Liebe. Das Universum ist Liebe. Und wir sind halt hier auf dieser 3D-Welt aus dieser Liebe gefallen worden. Mhm. Und da geht aber jetzt der Weg wieder hin zurück. Und deswegen beginnt es bei jedem selbst, wieder in seinen inneren Frieden zu finden und dann aus dieser Liebe heraus, aus diesem Seinszustand zu leben. Und das heißt, dass ich
niemanden mehr bewerte, verurteile, jeden so sein lasse, wie er ist, weil ich bin ja auch so, wie ich bin. Mhm. Und wenn das jemandem nicht gefällt, dann muss er weiterziehen. So einfach ist es. Weil ich muss mich nicht verändern für irgendjemanden, dem das nicht passt. Ne? Ja, ja. Das ist auch erstmal ganz, ist auch ganz wichtig, weil viele Menschen sich ja anpassen und sich verbiegen und machen und tun, bloß damit sie von der Umwelt anerkannt werden. Ja. Das war für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, wo ich dann mal gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt alle denken und machen, was ihr wollt. Interessiert mich nicht mehr. Aber das ist ein wichtiger Schritt. Das ist zur Selbsterkenntnis und Selbstwertschätzung auch. Ja. Ja. Dass man erkennt, warum soll ich funktionieren, damit es euch gut geht? Und ich, wo bleib ich? Mach ich nicht mehr. Das ist wirkungsvoll. Wunderbares Schlusswort. Ja. Selbsterkenntnis ist der Weg. Liebe zu sich selbst, auf die eigenen Grenzen achten und diesen Bewusstseinsprozess und immer mehr Bewusstsein für das eigene, was man selber möchte und sich vorgenommen hat. Für das eigene Leben. Sein zu erwerben, ja. Ja. Mhm. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ja, bitte gern. Ja, liebe Zuschauer, ich bedanke mich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Thema haltet. Und vergesst auch nicht, den YouTube-Button, das Abo wieder zu aktivieren. Und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Michael Vogt TV.